Welche Möglichkeiten und Herausforderungen bieten hochmoderne Glasfasernetze? Das war eines der Kernthemen einer Präsentation am Dienstag bei der RFT Kabel in Brandenburg an der Havel. Zu Gast waren 20 wissbegierige Führungskräfte und Multiplikatoren aus der chinesischen Provinz Jiangsu. Die Delegation ist auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GITS, in Deutschland. Neben dem Besuch des innovativen und zukunftsorientierten Kabelnetzbetreibers RFT Kabel stehen auf dem Wochenprogramm Themen wie die deutsche Gebührenfinanzierung, HBB-TV sowie der Umgang mit neuen multimedialen Medientechnologien. Die GITS-Unternehmerreise soll ausländischen Partnern die Möglichkeit zum Austausch mit deutschen Unternehmen geben, aber auch die Diskussion fördern, welche Trends und Entwicklungen die Branche in die Zukunft führen.